Hallo ihr tapferen Mitstreiter da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Ich weiß noch gar nicht genau, wie lange wir es spielen werden, aber es geht um Life is Feudal, Your Own. Ja, und das ist die Early Access Version, also eine Alpha-Variante dieses schönen Spiels, wo schon ein richtig schöner Soundtrack erklingt. Und es geht hier um ein Survival-Game, ja, ihr hört richtig, Survival, an einer riesigen Welt, die wir jetzt mal generieren wollen. Create a World, ich habe da schon was vorbereitet, ganz zufällig. Sarazas Welt, und das Passwort ist natürlich das große Geheimnis. Ist es jetzt nicht private, 64 Spieler und Skills und bla und pipapo, also Multiplayer gibt's hier auch, aber ich leg erstmal im Singleplayer los. Überfordert einen jetzt zunächst, hier haben wir noch verschiedene Spielmodi, dazu kommen wir aber überhaupt mal später. Jetzt starten wir erstmal hier durch. Und damit ihr hier nicht in der Ladezeit hängen müsst, habe ich mal einen kleinen Schnitt gesetzt hier direkt zu Create a New Player. Wir spielen halt, wie gesagt, erstmal auf einem Singleplayer-Server. Es geht hier um ein Mittelalter-Survival-Spiel, ziemlich interessante Nummer. Ich bin mal wirklich gespannt. Hier, Charaktergenerierung haben wir hier. Name können wir jetzt hier. Sarazar ist das natürlich. Und ein Family Name habe ich, glaube ich, gar nicht. Also der Sarazar hat den Family Name. Welcher Family Name würde denn zu Sarazar passen? Ich weiß es gar nicht. Habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich könnte jetzt natürlich so einen anderen coolen Fantasy-Namen machen, weil wir befinden uns hier, wie gesagt, in so einer Mittelalterwelt. Fantasy angehaucht, wir können Terraform, wir können richtig viel Kram machen, es gibt Crafting, aber wie gesagt, alles noch in der Early-Alpha-Version. Sarazar Macaroni, nee, natürlich nicht, sowas machen wir nicht. Manarot, den hatten wir auch schon mal als Charakter, Sarazar Manarot. So, das ist ein ganz cooler Name. Und hier gibt es verschiedene Völker, die Aruins, aha, the Aurin people, hauled from the temperate western end of the Aethelian Empire. Alles klar, wissen wir Bescheid. Ich habe keine Ahnung, also ich bin wirklich jetzt auch ganz neu mit euch da drinne. Hab natürlich hier schon ein bisschen angespielt, einmal kurz, um zu checken, wie es denn funktioniert überhaupt. Dann gibt es hier noch die, die Jorgritain oder so. Auch eine nette Jungs und dann die Kalis oder Kalis oder was auch immer. Also, die verschiedenen Rassen gibt es. Die haben jetzt noch keine Unterschiede hier in dieser Version, das seht ihr ja. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt eh keinen Unterschied. So, was können wir hier? Hier können wir dann theoretisch später her. Kann ich da was wählen? Nee, kann ich nicht. Ist alles noch geblockt in dieser Variante. Aber hier können wir dann später noch einen vernünftigen Charakter erstellen, wenn das Spiel dann mal erschienen ist. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt kann ich hier nämlich Attribute verteilen. Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Willenskraft, Intelligenz. Gibt es hier gleich alles frei Haus. Und das kann ich jetzt verteilen. So, jetzt wird der ein oder andere sagen, hä? Ist ja voll wie so ein Standard-RPG. Ist es aber nicht, weil wie gesagt, es sind Survival-Titel. Ihr müsst hier wirklich ums nackte Überleben kämpfen. Ihr habt Hunger, Durst. Und ihr könnt Sachen bauen. Also es ist schon eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, ich bin eher dumm, ne? Nee, ganz ehrlich, ich würde gerne so einen Krieger nehmen. Der ein bisschen stärker ist. Aber es geht ja auch nicht um Kämpfen. Es geht dann auch um verschiedene Sachen aufzubauen. Wie gesagt, ihr könnt hier wirklich auch Pflanzen anbauen, abholzen, was weiß ich was. So, um das ein bisschen zu verkürzen, ich habe eh keine Ahnung, was jetzt hier genau richtig gut für uns ist. Habe ich das jetzt mal so ein bisschen geändert. Hier verschiedenste Skills weiterhin, Forestry zum Beispiel, Bewälderung, Farming, Terraforming oder die Geschichte der Natur, Wissen über die Natur. Und hier können wir auch noch ein bisschen was investieren, soweit ich weiß, weil man kann das noch ein bisschen höher ziehen. Das hatte ich schon probiert. Schaltet sich aber irgendwann das andere runter. Und ich denke mal, am Anfang ist es ganz gut, wenn wir uns mit dem ganzen Waldgedöns auskennen. So, und hier Blades, ja, Blades Mastery, das ist auf jeden Fall, also Schwertkampf, zweihändige Schwert, Wurfwaffen, Pipapo, Militia Service, weiß ich gar nicht, Warhorse Handling, natürlich Reiten in dem Fall, also wie kann ich mit einem Kriegspferd umgehen? Ich glaube, das wird erstmal nicht so beansprucht sein. Wir steigern unsere Fähigkeiten sowieso während im Spielverlauf, indem wir das benutzen, was wir tun oder tun, was wir tun, und dann steigern wir unseren Charakter. So, ich gebe mal hier ein bisschen mehr auf, ja, Schwertkampf. Vielleicht so. Man verliert dann, glaube ich, 2 Punkte. Ich habe keine Ahnung. Also, ob ich den jetzt verskille, ist aber auch fast egal, weil ich will es euch halt hauptsächlich mal zeigen. Mehr kann ich leider nicht ändern, das ist jetzt unser Grundcharakter. Diese tolle Rüstung haben wir leider noch nicht. Hui! Ja, das ist schon noch teilweise ziemlich Alpha hier, also nicht wundern. Oh, hi, ich bin Sarazar, Manarot. Alles klar. Ist mir auch neu. Muss ich mir jetzt dran gewöhnen. Aber los geht's. Und jetzt spielen wir natürlich mit diesem tapferen Helden. Legen wir los. Ab in die Spielwelt. Oh, schöner Ladescreen mal wieder. Und da ist uns das Spiel auch schon willkommen. Das ist ja zu freundlich.
Ja, und mit der Taste F1 können wir nochmal die Basis Controls abchecken, also die Grundtastenbelegung, sag ich mal, reingeworfen, so salopp. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, die erscheint mir gerade sehr laut. Und mit Tabulatortaste können wir dann uns auch so bewegen. Und grafisch sieht das doch schon ganz angenehm aus. Ich habe jetzt alles so gelassen, wie es ist. Ich glaube, man kann ja auch noch ein bisschen was verschieben. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie man das genau macht. Und hier können wir System, Lokal und dann noch verschiedene Chat-Systeme. Macht aber im Moment eh nichts, denn wir spielen ja in der Singleplayer-Variante. Ich habe ja meine eigene Welt geschaffen, wo ich jetzt mal alleine bin. Man kann aber auch halt mit mehreren Leuten dieses Spiel bestreiten. Also vielleicht finde ich da ja noch ein paar, die ihr mit mir losziehen wollen. Aber es liegt vorneweg sowieso in euren Händen, ob wir davon mehr spielen wollen oder nicht. Ob ihr sagt, nö, das Spiel ist mir zu feudal, das will ich nicht. Dann nehme ich lieber wie Leder. Ganz schlechter Witz am Rande, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Sarazar übrigens und mache schlechte Witze. Ja, und on the run sind wir gerade hier. Oh, wow, so eine Gold. Also ihr seht schon, das Spiel sieht schon nice aus. Sieht schon richtig gut aus. Es ist die Torque 3D Engine, so heißt das gute Stück, mit dem das zubereitet wurde. Also darauf basiert das. Und wir können hier auch mit M eine Karte anschauen. Dann sehen wir, hier ist so eine Insel und auf der toben wir uns gerade um. Und jetzt müssen wir natürlich schauen. Wir haben hier verschiedenste Skills. Da seht ihr das alles. Wir brauchen auch verschiedene Punkte wieder, um das nächste Level hier zu erreichen. Um dann auch Logging zu betreiben zu können, also richtig abholzen und all sowas. Ja, und da können wir uns dann natürlich weiterbilden. So viel dazu. So, und wir wollen natürlich gerne alles weiterbilden, sofern das möglich ist. Wie gesagt, ich kenne mich auch noch nicht wirklich aus. Ich will euch jetzt nur hier einen kleinen Einblick geben. Und ihr müsst es gemeinsam mit mir lernen, wenn wir das denn weiterspielen sollen. Ich kann auch die Kameraperspektive wechseln, hier. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch Sachen untersuchen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, da können wir nach Kupfer suchen. Ah, komm, dann suchen wir ein bisschen. Hier, zack, vielleicht finden wir ein bisschen Kupfer. Das ist unser Charakter. Noch ein ziemlicher Nackedei. Erinnert ja zunächst so ein bisschen an Rust, wo wir auch ja nackt gestartet sind. Ihr kennt vielleicht unsere Schniedelwutz-Folge, die erste Folge vom guten Rust. Yeah, und da seht ihr, wir haben jetzt ein bisschen unseren Skill gesteigert. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und wir brauchen diese Pop-Ups, glaube ich, nicht immer hier angezeigt, weil die werden sowieso hier unten im Chatfenster angezeigt. Oh, ich habe kein Eisen gefunden. Oder so, ne? Kein Erz. Oh, ist ja Erz in dem Fall. Gut, das macht mich sehr traurig. Da haue ich erstmal meinen Kopf gegen die Wand. gegen den Baum natürlich. Get a Sprout, interessant. Und jetzt können wir hier Snap a Branch, also einen Ast, uns hier runterholen. Denn... einen Ast hier runterholen. Oh mein Gott. Naja, denn wir brauchen einen Ast, um verschiedene Sachen zu bauen. Ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, eine Axt zum Beispiel. You have received branch one. Ja, das wollen wir alles eigentlich nicht angezeigt haben, aber er registriert es scheinbar noch nicht so ganz. Und unser Charakter, Sarazar Manoroth, die ersten Schritte überhaupt. Wie gesagt, das ist jetzt einfach mal eine kleine Runde, um das Spiel überhaupt zu testen. Ob ihr mehr Folgen sehen wollt, lasst es mich wissen. Und wir befinden uns hier, wie gesagt, in einer Mittelalterwelt. Es geht nachher natürlich auch um PvP, wenn man nicht Singleplayer spielt. Es geht nachher auch um unglaubliche Gebäude. Man kann hier so viel bauen, also es ist eigentlich schon ziemlich geil. Aber es ist natürlich auch sehr komplex und nicht unbedingt sehr arcade-lastig. Deswegen auch nicht so leicht zu erklären für mich hier. So, es gab auch noch irgendwie eine Taste, da konnte ich den Charakter mit drehen. Hier gehe ich in so einen Kampfmodus. Seht ihr, wie die Kampfmusik einsetzt. Naja, das wollen wir jetzt aber nicht. So, hier können wir unser Inventar öffnen. Und jetzt kann ich hier was anklicken, soweit ich mich erinnere. Ja, stelle einen primitiven Gegenstand her, ein primitives Werkzeug in dem Fall. Wir wollen so eine primitive Axt. Und jetzt sehen wir hier, haben wir ein Ästelein, ein Branch. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Stein, Flintstone, also Feuerstein. Damit meine ich natürlich nicht hier den Comic. Und ja, dann ein bisschen Geflecht brauchen wir auch noch, von, damit wir da das auch hält, der schöne Stein an der Axt. So, und dieses Geflecht kriegen wir, nehmen wir einfach zum Beispiel ein bisschen Grashalm abwühlen. Da muss ich mal gerade gucken, wo das denn nochmal war, weil, hier. So, das dauert ein bisschen, kann ein bisschen dauern. Wir werden auch immer besser in den Sachen, die wir halt tun. Das ist recht praktisch. Also wenn wir jetzt hier schön weiter rumbuddeln und ein bisschen zappenduster hier so ein bisschen Geflecht zusammenzimmern und das mit ein bisschen Glück auch bekommen. Oh, siehst du, da haben wir was bekommen hier. Wild Plant. Da haben wir es, ein Stück. Jetzt brauchen wir natürlich zwei für diese Axt. Deswegen müssen wir da nochmal ran. Ja, damit. Ja, ich spiele dieses Spiel übrigens auch alleine erstmal, weil mir viele Leute, erstmal zum Kennenlernen, ganz klar zum Kennenlernen des Spiels, und weil mir viele Leute gesagt haben, hey, Sarazar, wir wollen dich auch mal wieder alleine hören. Und deswegen habe ich jetzt mal alleine losgelegt. Aber wenn ihr Bock habt, dass ich das mal im LPT spiele, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben.
Ich weiß, wie gesagt, auch noch gar nicht, wie Bock ihr darauf habt, ob es davon überhaupt weitere Folgen geben wird, ob das vielleicht die erste sogar die letzte ist. Hängt ein bisschen auch von eurem Feedback ab, ob man da mehr sehen will. Ich freue mich auf jeden Fall, mal wieder so ein neues Game zu spielen. Erinnert natürlich auch so ein bisschen an Forest, ist aber auch Minecraft angehaucht. Ein bisschen DayZ wegen dem PvP und so. Und es gibt natürlich auch noch verschiedene Server-Varianten. Also das geht schon heiß her, hier in diesem Spiel. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt haben wir hier, einen Stein brauchen wir. Natürlich, brauchen wir Stein. Stein für unsere Axt. So, jetzt denkt man sich natürlich, diese Steinblöcke da auf dem Boden gehen, die ja ab und zu auf dem Boden rumliegen, aber das ist nicht der richtige Stein, den wir für diese Axt brauchen. Den müssen wir irgendwie beim Gebirge zusammenfinden, wenn ich mich nicht irre. Also es kann sein, dass ich mich hier auch irre, für die Leute, die schon voll die Profis sind, jetzt hier ein paar Tage nach Release der Early Access Version. Ja, den möchte ich bitten, hab nachsehen. Ich muss das erst hier alles lernen. Hier Tower, oh, Lower Ground Level, observe. Seht ihr, können wir richtig, hier können wir wilde Pflanzen sammeln. Komm, machen wir doch mal. Einfach mal zwischendurch. Ah, brauchen wir erstmal eine Sickel. Nicht, dass hier schlecht wird. So, weiter geht die Reise. Bei diesen mittelalterlichen Klängen. Hier in der Welt von, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Da habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst. Und da hinten sehen wir ein paar Berge. Zunächst erinnert das grafisch ein bisschen an Unity Engine, finde ich. An Rust. Und ich kenne zufälligerweise ein Team, das ein ähnliches Spiel produziert. Was auch so ein bisschen Mittelalter angehaucht ist. Aber eher so in die PvP-Richtung, ein bisschen mehr Arcade. Das dürfte auch noch ein lustiges Projekt werden. Ich sag da noch nicht mehr zu, Freunde. Aber lasst euch da mal überraschen. Und ja, und wir spielen jetzt hier Life is Feudal. Das Leben ist äußerst feudal. Vor allem, wenn es da mal in Adel geht. Da könnt ihr dann auch Clans gründen und hier richtig euch die Fresse einhauen gegenseitig. So, und bevor ich mich jetzt hier verlaufe, ich wollte hier einen Stein holen. Und das geht am besten natürlich bei irgendeinem Felsen. Und da vorne sehe ich doch schon. Erinnert sonst mich auch extrem an Rust. Hat auf jeden Fall was von Rust irgendwie. So, die Mittelalterwelt kommt am Anfang natürlich noch nicht rüber, außer dass die Musik ist ein bisschen untermauert. Wir haben unten, das zeige ich mir gerade hier, auch verschiedene Emotes beispielsweise. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel hier den mache. Oh, Hilfe, 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 bitte tu mir nichts, bitte tu mir nichts, lieber Berg, bitte tu mir nichts. Ja, will ich jetzt natürlich nicht machen. Oh, you can do that now, alles klar. Und ich kann mich jetzt auch nicht mehr bewegen, das ist total super. Muss ich wahrscheinlich nochmal die Taste drücken, damit ich wieder aufstehen kann. Sehr schön. Das ist eigentlich ganz cool, weil das dauert da ein bisschen, falls man sich ergeben hat. So kann man direkt sagen, ey, Alter, ich will nichts. Ich bin harmlos. Tu mir bitte nichts. Und was haben wir hier? Das habe ich jetzt einfach mal gedrückt. Das ist jetzt die gute 7 gewesen hier. Wird mir auch nichts angezeigt, noch nicht. Also lassen wir uns mal überraschen, was jetzt passiert. Ist der Charakter am Beten oder was macht der? Das ist übrigens Hunger. Fuck. Alter. Wir sind irgendwie weggebeamt worden. Na, aber praktisch, da vorne sind Felsen. Das habe ich ja wahrscheinlich, wenn man stuckt ist oder so, damit man das noch nehmen kann. So, wir rennen mal ein bisschen in der Ego-Perspektive rum. Den Chat mache ich auch noch weg. Hier sieht das ein bisschen detailfrei aus. Dauert ein bisschen, bis die Texturen nachgeladen sind. Obwohl wir jetzt schon hier in den höchsten Details spielen. Oh, was ist das denn? Ist ja eine schöne Pflanze. Mal gucken, was die so kann. Schauen wir uns das doch mal an, oder? Ja, create a campfire. Nee, ich will jetzt gerne, da können wir ja noch was pflanzen. Das ist ein bisschen doof. Und Copper gibt es hier bestimmt auch nicht so. Ja, Wild Plants. Vielleicht finde ich hier. Ach, da brauche ich hier die Sickle für, ich alter Depp. Mann, 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 der Sarazar wieder hier. Was für ein verpeilter Hammer. Komm, dann nehmen wir noch hier. Brauchen wir bestimmt eh ein bisschen. Vielleicht finden wir da ein bisschen mehr. Können uns auch umdrehen derweil. Und mal einen Blick auf diesen schönen Berg da vorne werfen. Der da steht, in seiner ganzen Pracht. Ah, ja, failed to find anything. Na toll. Wir haben uns nicht mal gesteigert in irgendwelchen Punkten. Dauert auch ziemlich lange, bis man sich steigert. Man kann das allerdings auch selber einstellen. Ich renne irgendwie lieber in der Third Person rum. Finde ich irgendwie ganz cool. So dritte Person, so von hinten. Wegen diesen schönen Rückenhaaren. Ach ja, und wir haben ja noch eine Klamotte. Hätte ich beinahe vergessen. Die wollen wir natürlich uns nicht entgegenlassen. Jetzt muss ich erstmal ausprobieren. Wie war denn die Taste nochmal, wo ich... Ah ja, oh, das war der Kampfmodus. Ja, das ist halt, wenn man so ein Spiel dann halt auch erstmal anfängt. Oh, auch interessant. Muss ich ja mal sagen, das Serverbefehle. Ah, es ist tatsächlich, es ist jetzt echt U gewesen. Warum denn U? Wer nimmt denn U für sowas? Nee, es ist T, alles klar. T für Character. So, und das können wir jetzt überziehen. Mal rüber mit der Lunte. Ich glaube, die Musik werde ich, falls wir das weiterspielen sollten, austauschen. In irgendwas anderes.
Das hört sich doch schon ein bisschen sehr ähnlich an auf Dauer. Ist eine coole Mucke, aber wenn sich das Ganze wiederholt, ist das doch nicht so praktisch. So, ich muss hier mit der Tab-Taste ein bisschen eigenartig, aber man braucht halt auch die Maus, man muss halt hin und her wechseln. Deswegen finde ich das schon ganz okay so. So, und jetzt hoffe ich, kann ich hier Steine suchen. Na komm schon, Alter. Prospecting. Mhm. Search for useful Flintstone. Na, das machen wir doch gleich. Ah, Schlingenammo. Habt ihr gesehen? Also für die Flitsche ein paar Steinchen sammeln. Eine Schlinge ist natürlich auch nicht schlecht, du Schlinge. So, was haben wir da jetzt bekommen? Haben wir da was? Ah, wir haben nichts bekommen. Natürlich hier. Toller Felsen, ey. Da rennt man extra zu so einem Felsen, beamt sich irgendwie durch diese halbe Welt und dann sowas. Ich mach die Musik mal ganz kurz ein bisschen leiser mit euch gemeinsam. Sorry, dass es so unprofessionell daherkommt. Wo ist denn jetzt die Maus? Audio? Alles ja super. Verschwindet die Maus, seht ihr? Ah, da muss ich nochmal Tab drücken, dann geht's. So, die sind ein bisschen sehr trällert, die mir gerade auf die Ohren. Okay, was haben wir hier noch? Oh, Track Weak Animal, also ein Verfolge ein verletztes oder ein krankes Tier. Ja, jetzt aber, wir brauchen Flintstone. Einen netten Flintstone. So, schauen wir mal. Vielleicht können wir uns dann auch so ein Auto bauen, wo wir langlaufen können mit diesen Füßen, wie bei den Flintstones. Ach, das finde ich ein bisschen schade. Also, dass jetzt hier kein Flintstone zu finden ist, könnte ich fast die Flinte ins Korn werfen. So, nochmal. Ein neuer Versuch. Da trinke ich glatt mal einen Schluck. Köstliches Wasser aus der Leitung. Das gute alte Kranenberger. Ach, komm schon, Alter. Willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht muss ich eher auf so eine Gerade, wo... Ja, Steine liegen doch auch öfter unten. Eigentlich, guck mal, hört ihr das Knattern da auf dem Boden? Ist doch voll der Verarsche, dass der da keine Steine findet. So, gucken wir hier nochmal. Ist bestimmt genau derselbe Felsen wie eben. Ich bin höchst gespannt, ob wir jetzt was finden werden. Ah, die Steinung steigt. Nein, natürlich nicht. Das ist doch wirklich hier Unverschämtheit. Ich schau mal weiter. Ja, ich habe einen Flintstone gefunden. Da freut sich das Herz. Und ja, ich habe das jetzt mal kurz geschnitten. Musste aber nur noch zwei Dinger da eh checken. Seht ihr ja gerade im Chat. Aber ich werde zwischendurch auch mal schneiden bei so langen Passagen, wo man dann Sarazar, voll langweilig, du bist so lame geworden, du Elvea Spasti. Da muss ich auch mal was dazu sagen, ganz an dieser Stelle, für die Leute, die immer alles mal besser wissen zu müssen oder uns hier den Spaß nicht gönnen, bitte schaut es euch dann gar nicht an, ja, das finde ich doof, ganz einfach. Da verderbt ihr anderen den Spaß mit manchmal. Und das finde ich echt schade. So, aber darum geht es jetzt heute auch gar nicht, denn wir freuen uns an diesem schönen Spiel, Life is Feudal. Wo ihr, wie gesagt, mal ein bisschen in die Kommentare schreiben könnt, ob es euch denn gefällt, ob wir da mehr von zocken sollen oder nicht. Ich bin mal gespannt, auch wie das PvP funktioniert. Aber wir können hier, wie gesagt, in der Early Access auch noch nicht alles probieren. Ich nehme mal jetzt einen Sprout, yo. Also, das ist eigentlich ganz cool. Dann können wir halt ein bisschen pflanzen noch hier. Schön, packen wir auch mal rein, das gute Stück. Ja, ab ins Täschchen damit. So. Und jetzt können wir theoretisch was zusammenzimmern, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin und blamier mich da nicht. Ich habe das noch nie gemacht, Freunde. Bis dahin bin ich auch ungefähr. So, Craft. Ja, hier, die Axt können wir jetzt basteln. Und mit der können wir dann hoffentlich einen Baum fällen. Dazu müssen wir uns aber auch erstmal gegebenenfalls in verschiedenen Skills steigern. Das heißt, hier in unserem Forestry-Skill müssen wir uns dann steigern. Erst auch, damit wir Bäume überhaupt fällen können. Das nennt sich dann Logging, wenn ich mich nicht irre. Und dann können wir jetzt hier hoffentlich mit T ja wieder unseren Charakter öffnen. So, und jetzt hier diese Axt rüberzimmern. Bopp. Also, dass das so lange dauert, so eine Axt in die Hand zu nehmen, irritiert mich ein wenig. Die ist auch interessant, diese ganze Bewegung jetzt hier. So, jetzt gehe ich mal in den Kampfmodus kurz, mal gucken. Zieht er die Axt nicht? Ne, zieht er nicht. Muss ich vielleicht in die Hand nehmen, mal gucken. Aber erstmal will ich jetzt eh was anderes machen. Ich will jetzt auch gar nicht kämpfen hier auf dem Alleinspieler-Modus, bringt das auch nicht so viel. So, jetzt Logging. Get a Bark. Aber das macht er jetzt nicht mit der Axt, das ist ja interessant. Jetzt holt er sich, get a bark, holt er sich auch nur eine verdammte, ja, ein Stück Rinde. Das ist ja Bark. In dem Fall. So, muss ich doch irgendwas falsch gemacht haben. Ja, nach einem kleinen Rechercheschnitt jetzt wieder zurück hier. Ich habe rausgefunden, dass ich natürlich nur am Moment, weil mein Skill noch nicht so hoch ist, nur diese schönen Weichhölzer umhauen kann. Und jetzt wollen wir mal. Yeah! Ist schon Nacht geworden hier, es wird gerade dunkel. So lange habe ich hier rumgesucht. Ich habe auch noch ein bisschen Bark gefunden, ein bisschen die Skills gesteigert. Oh,
Wir brauchen ein bisschen länger hier, weil wir noch nicht so gut sind einfach darin. Aber da fällt der Baum. Sehr schön. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt... Oh. Ohne Sarazamanarot. Da läuft so eine Zeit ab. Lift an Object. Jetzt kann ich das... Ach, wie cool. Jetzt können wir das anheben. Und daraus können wir vielleicht noch ganz viele tolle Sachen schmieden. Es ist schwer. Wenn ich jetzt sprinte, ist auch ein bisschen... Ne, das bringt nichts. Ah, ist das schön hier gerade. Seht ihr das? Richtig nice, ne? Da geht die Sonne unter. In der Ferne. Bei der See, während wir hier irgendwas auf unseren Schultern tragen. Ja, und es gibt natürlich auch diverse Kreaturen und Viecher hier. Also Wölfe sind auf jeden Fall am Start, die uns jetzt hier auch bei Nacht überfallen könnten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ich hoffe, wir werden das überleben, mal ganz ehrlich. Denn ich bin ja noch ein voller Neuling. Renn hier wie so ein bisschen Obelix. Mit dem Hinkelstein habe ich hier so einen tollen Baumstumpf, den ich nicht mal weiß, wo ich ihn hintragen soll. Ja, aber hier haben wir ganz tolle Sprouts dafür noch. Und hier, ja, das ist doch toll, da können wir Bäume mit pflanzen. Naja, das war auf jeden Fall so der erste Eindruck von unserem feudalen Spiel hier. Und ich muss dazu sagen, ich werde in den nächsten Tagen eh noch ein paar andere Spiele antesten. Also es wird da nicht direkt wahrscheinlich morgen oder übermorgen direkt eine Folge kommen. Selbst wenn viele sagen, geil, Sarazar, spiel das auf jeden Fall weiter. Das kann ein bisschen dauern. Ganz kurz vorneweg, nur damit die Leute wissen, dass ich das gesagt habe. Das muss man ja leider immer wieder betonen. Und ich bin auch nicht verpflichtet, dazu neue Folgen zu machen. Das will ich nur kurz an dieser Stelle erwähnen, weil das auch viele leider nicht verstehen öfter. Naja, wie auch immer, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig, richtig coolen Tag. Vielen Dank fürs Mitschauen an dieser Stelle. Und macht's Beste draus, ne? Bis dann, tschüss. Hallöchen, na? Habt ihr auch fleißig zugeschaut? Ja, das freut mich doch sehr. Oh Mann.